So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal sind wir im Schloss umhergeirrt und tun das jetzt weiterhin. Denn ich will irgendwie immer überall gleichzeitig lang und das ist aber echt schwer in dem Schloss, weil da geht's wirklich überall gleichzeitig lang. Und das macht mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Wo komme ich denn da hin? Ach, da wollte ich hin. Moment, jetzt geh ich zuerst nach da hinten und guck, ob da noch irgendwas am Ende vom Gang rumliegt. Nein, da liegt nichts am Ende vom Gang rum. Okay, gut. Wissen wir das auch. Hilfe! Please, holt mich jemand hier raus? Wo geht's jetzt? Da geht's nicht lang. Doch, da geht's auch lang. Oh, Mann. Ups. Nicht so gut. Das machen wir nochmal. Hallo. Ich bin der neue Nachbar. Nicht gut, dass das Königsschwert noch den Einschlag ausgehalten hat. Moment. Also. Ich glaube, ich hau mal damit drauf. Oh, das ging schnell. So, hier drin war sonst nichts. Really? Na gut, das muss es auch mal geben. Das Spiel muss mich auch mal verarschen dürfen. So, da geht's aber auch weiter. Glaube ich. Ich habe aber, meine ich, die Bombe nicht richtig geworfen. Na also. Was haben wir da? Rostiger Zweihänder? Oh. Gardeschwert. Die Shika versuchten mit antiker Weisheit das heilige Bandschwert nachzuahmen, um die Verheerung zu bekämpfen zu können. Es ist stark, aber leider sehr zerbrechlich. Das ist eigentlich perfekt, um es jetzt mal auszurüsten. Es hat Haltbarkeit. Das ist ein schlechter Witz, oder? Es hätte Angriffskraft haben müssen. Das wäre logischer gewesen. Viel logischer. Oh. Toll. Ein rostiger Zweihänder. Ich bin begeistert. So, wo bin ich jetzt? In der Küche? Das sieht ein bisschen nach Küche aus. Nein! Besser. Das sieht nach Waffenkammer aus. Das ist sehr schön. Ist jetzt einsatzbereit. So, Königszweihänder. Waffentasche ist voll. Gardebogen. Was hat mein aktueller Gardebogen? Haltbarkeit. Einmal kurz wegwerfen. Den mitnehmen. Der hat Schnellfeuer. Ne? Was soll's? Nehme ich den mit Haltbarkeit mit. So, hier haben wir Königshellebarde. Königszweihänder. Oh, Gardeschild. Ja, dann werfe ich wohl doch noch das letzte Chimärenschild weg. Die können beide gar nichts. Naja, was soll's. So, wie sieht's mit dem Königszweihänder aus? Habe ich da nicht... Da habe ich schon einen. Den werfen wir mal kurz weg, gucken den hier an. Stellen fest, er hat Haltbarkeit. Ich nehme lieber den mit Angriff. Kraft. So. Der ist mir wesentlich lieber. Pfeile. Oh. Na gut. So, oder ich nehme einfach beides mit. Oder lieber... Was hatte der hier nochmal? Der hatte gar nichts. Das ist nicht so geil. Dann nehme ich doch lieber den hier mit. Und ich glaube, den lasse ich auch mal ausgerüstet jetzt. Es hört einfach nicht mehr auf. So, wo komme ich hier lang? War hier nicht irgendwo die Stelle? Da, da komme ich wieder in die Bibliothek. Gott sei Dank. Da wollte ich doch die ganze Zeit wieder hin. Weil ich der Meinung war, ich hätte da was übersehen.
Offensichtlich ist dem ja auch so. Zum Beispiel all das, wo ich jetzt gerade war. So. Guten Abend, junger Mann. So, der hat überhaupt keine Chance gegen mich. Ich bin der Held der Legenden. Du hast mir null entgegenzusetzen. Oh, 10 Bombenpfeile. Nice, wie viel habe ich jetzt? 51. Ups. Was habe ich getan? Ich habe sortiert. Wie konnte ich nur? Ach, das habe ich doch irgendwann mal aus dem Augenwinkel gesehen, oder war mir nicht so? Das ist ein Eisgroßschwert. Ein glitzerndes Eisgroßschwert. Ich habe selbst kein Eisgroßschwert. Vielleicht werfe ich mal den Polarstab weg. Es hat einen Weitwurf. Naja, was soll's. So, wir sind zurück in der Bibliothek. Okay, jetzt kann ich ja wieder noch da rennen. Mist. Ich dachte, da wäre mehr. Okay. Okay, alles okay. Kein Problem. Wir kommen heute noch irgendwo an, ich bin mir sicher. So, das letzte Sportgedöns. Jetzt muss ich nur wieder irgendwie nach oben kommen. Ach, da, Treppe. Ist auch schön, dass ich das alles jetzt von der falschen Seite her angegangen bin, irgendwie. Ich hätte einfach da lang gehen sollen. Aber nein, ich muss ja immer zuerst das Optionale finden. Aber irgendwie ist hier im Schloss alles und gleichzeitig nichts optional. So, welche Richtung jetzt? Zurück, hätte ich gesagt. Ah, da komme ich wieder in den Speisesaal. Das heißt, ich will jetzt da lang. Genau, das war's. Ich erinnere mich. Ups, das ist irgendwie merkwürdig. So, und hier links habe ich das Ding kaputt gemacht. Das heißt, da kann ich jetzt durch, wo ich vorher nicht lang konnte. Du kannst mich mal kreuzweise. Nein. Nein, lässt du wohl los, Link. Verdammt. Okay, geht doch. So, Königshellebarde und Zeug. Hier ist... Was ist das für eine Statue? Das ist keine besondere Statue, okay. So, da war auch nichts. Dann kann ich jetzt da hoch und das Ding kaputt schießen. Und da geht's jetzt wohl... Oh! Echt jetzt? Moment. Ein Elektroschwert habe ich keines mehr. Aber das brauche ich, glaube ich, auch nicht. Zumal es nicht mal glitzert. Wie kann es das wagen? Drei antike Pfeile. Nice. Ein Königsbogen. Und nochmal 5 Holzpfeile. Wie viel habe ich jetzt? 54. Sehr schön. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Das heißt aber im Umkehrschluss, es bringt mir überhaupt nichts hier zu sein. Das ist aber doof. War ich da hinten auf dem Balkon schon? Das heißt da drüben. Ja, da kam ich rein vorhin. Okay, ich bin mittelschwer verwirrt. Aber ihr wisst ja, Iren sind menschlich. Was? Okay, kann ich hier auf Verdacht durchschießen? Das wird wenig bringen. Ja. Gib mir meinen Pfeil wieder. Okay, nein, das geht nicht. Schade. Kann ich vielleicht... Nope. Ach, Mist. Okay. Moment, da kam ich doch... Her, dachte ich? Das war doch der Speisesaal. Ich gucke in die falsche Richtung. Deshalb verwirre ich mich die ganze Zeit mit der toten Karte. Okay, da muss ich irgendwie rein.
Das könnte ich aber von da oben schaffen. Ich gehe in die falsche Richtung. Mal wieder. Ich gehe jetzt da hoch. Dann springe ich da raus und gucke, dass ich irgendwo rechts daneben einen Eingang wieder finde. Das solle das Ziel sein. So, das müsste jetzt der nächste Eingang hier rechts sein. Da, direkt unter mir quasi. Sehr gut. Hier muss irgendwo da. Da haben wir ihn doch. Was? Wieso wurde mir das nicht vorher angezeigt irgendwie? Durch Geräusche oder sonstiges? Sag mal, das kommt mir ziemlich bekannt vor. Bin ich wieder am Anfang? Na, Link. So, jetzt kann ich da hoch. Ja, das ist richtig. Hä? Was? Das geht auch nicht. Das muss... Hä? Aber was? Aber wie? Aber warum? Wie kann das sein? Ach Mist. Bin wieder am Anfang, oder? Yo. Okay. Dann war ich jetzt, glaube ich, wirklich so langsam überall. Da unten war ich definitiv. Da hinten war ich, glaube ich, noch nicht. Doch, da war ich auch. Da war die Bibliothek. Da ging es runter. Das war das Hafending. Hier war ich allerdings... Doch, da muss ich auch gewesen sein. Da kam ich, glaube ich, her am Anfang, als ich in die Bibliothek gekommen bin. Okay, das heißt einfach raus wieder. Und hier geht's echt nicht. Vielleicht von da hinten aus irgendwie. Es muss doch irgendwie möglich sein. Nein. Okay, wo ist der nächste Ausgang? Da ist der nächste Ausgang. Ich sehe es schon kommen, ich werde einfach elendig verhungern im Schloss. So. Finden wir den Weg nach oben. Das heißt, da lang, wo ich herkomme. Da komme ich nicht durch, wie mir scheint. Gar nicht? Gar nicht. Okay, das heißt dann doch einmal außenrum. Und auf der anderen Seite hoch und da vielleicht rein? Ne, da geht's weiter. Okay, also hoffe ich. Womit habe ich das verdient? Moment, es ist Nacht. Ich kann die ganze Sache wenigstens etwas beschleunigen. Okay, das heißt jetzt einfach dem Weg folgen. Zum x-ten Mal. Naja, wenigstens ist die Musik gut. Da kann man immer ein bisschen lauschen. Und wieder mal hier außen rum. Zum dritten Mal jetzt, glaube ich. Wenigstens ist es mitten in der Nacht. Tagsüber wäre es noch schlimmer gewesen. Weil wir jetzt auch nichts mehr haben, um schneller zu laufen. Also kein gekochtes Gedöns. Ja, das heißt so.
Ach ja. Moment, jetzt kommen wir wieder am Speisesaal raus, oder nicht? Hilfe. Game. Nein, ich glaube, es wird langsam wieder hell. Moment, um 2 Uhr nachts, das kann aber nicht sein. Schon wieder? Ich dachte, das Ding kann nur einmal da oben runterfallen. Oh, da interessiert sich nicht für mich. Okay, soll mir recht sein. So, Speisesaal. Und weiter vorbei. Ich glaube, im Inneren haben wir jetzt wirklich alles erkundet. Echt alles kaputt? Nein. Aber ein Teil? Weshalb ich jetzt, glaube ich, zurück kann? Ja, na super. Hätte ich das gleich gemacht. Oh. Hallöchen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich der neue Nachbar bin? Oder vielleicht eher der neue Eigentümer? Wenn man so will. Ist das jetzt... Das ist... Nein, das ist nur so ein kleiner Zwischenturm. So, erstmal... Kriege ich das so kaputt? Nein. So, ist mir völlig egal, was hier auf mich lauert. Ich hätte vielleicht vorher eine Rüstung ausrüsten sollen. Das wäre schlau gewesen. Also nichts für mich. Naja, ich habe ja Mifa. So, was habe ich jetzt ausgerüstet? Das ist in Ordnung. Autsch. So. Immerhin können wir die doofen Dinger da oben jetzt nicht mehr auf die Nerven gehen. Also... Ich wollte gerade sagen, sie können schon, aber das stimmt nicht. Nein, sie sind jetzt weg. Sie kommen auch nicht mehr wieder. Und drauf. Ich glaube, ich sollte mal eben... Ich habe doch hier noch irgendwas, was meine Angriffskraft erhöht. Hier, Kraft, Meeresfrüchte, Spieß. Oh, ich warte, glaube ich, noch kurz. Bis ich nicht mehr so viel Leben habe. Kurz, bis ich nicht mehr so viel Leben habe, der war gut. Ey, Moment, was? Das stimmt doch sogar. Sag mal, höre ich mir selbst eigentlich zu? Oh, es gewittert schon wieder. Man erkennt es an der verschwommenen Umgebung. Ich sollte echt mehr darauf achten, korrekt auszusprechen, was ich denke. Was ich sagen will. Mich zu artikulieren. Artikulieren. Autsch. Aber die Rüstung hält echt ordentlich was ab. Also es wäre nur schön, wenn das doofe Schwert kaputt gehen könnte. Kann ich das eigentlich auch aufladen? Nein, aber nein, ich kann es auch nicht gedrückt halten. Echt jetzt? Schon wieder? Autsch. Als ob. Geh doch kaputt, du doofes Schwert. Ups, ich hätte springen sollen. Das war nicht so schlau. Okay, jetzt aber hier. Kraft, Meeresfrüchte, Spieß. Go. Mein Angriff ist um 3 Stufen erhöht. Und der Königszweig, der zerbricht gleich. Das muss dem ordentlich Schaden reindrücken. Ja, so viel dazu. Okay, ich hatte doch hier noch einen zweiten Königszweig, damit Angriff plus. Hmm.
Oh Gott, nein. Das ist jetzt ungünstig hier drin. Heilige Scheiße, das war knapp. So, komm, greif mich an. Und drauf. Und nochmal drauf. Und nochmal drauf. Es wird langsam ein bisschen einseitig, oder? Eintönig, langweilig. Einseitig war, glaube ich, nicht ganz das, was ich sagen wollte. Autsch. Ja gut. Ich habe gehört, wir haben da noch ein bisschen Maxi-Fischspieß. Ich habe das Gefühl, wir kommen nicht so ganz gut gerüstet, wie wir sein sollten, bei Ganon an, weil wir überhaupt nichts mehr zu essen haben bis dahin. Ach Gott. So, gib mir wenigstens eine ordentliche Belohnung jetzt. Was waren das wieder? 10 Elektropfeile? Habe ich das richtig gesehen? Ja, scheint so. Ich habe 98 von den Dingern. Nicht schlecht. 3 antike Pfeile. Naja. Naja, naja. So, wo kam ich jetzt rein? Andere Seite. Okay. Komme ich da oben irgendwo raus? Nein. Da kam ich rein. Raus. Da kam ich raus. Nein. Doch, da kam ich rein. Oder? Ja. Na gut, ich kann jetzt gerade nicht da hochklettern. Ich wollte mir eigentlich noch die Belohnung hier mitnehmen. Also die... Ich wollte noch looten. Aber es regnet gerade. Das heißt, ich komme da nicht hoch von außen und von innen auch nicht. Also nicht wegen des Regens, aber weil es halt von innen keinen Weg gibt. Hallo. Hallo? Ah, geht doch. Das war irgendwie doof. Ich konnte nicht mehr weiter nach oben zielen. Link hat da so eine Begrenzung, was irgendwie unlogisch ist, weil mit einem normalen Bogen kann man eigentlich auch relativ weit hochzielen, hätte ich gesagt. So, Hallöchen. Nein? Ich bin der neue Nachbar. Ich wollte mich nochmal vorstellen. Also mein Name ist Link. Ich meine Herd. Ja. Mist. Verdammt. Wieder ein Pfeil verschwendet. Wie viel habe ich noch? 6. Ah, ist ein bisschen wenig. So, dreh ich mal um. Hallo, hinter dir. Geht doch. Wieso können die keine antiken Pfeile droppen? Das wäre so praktisch. Was haben wir denn da? Noch einen? Scheinbar, ja. Ist echt viel los hier. Ist das eigentlich ein Rückweg? Nee, das ist kein Rückweg. Definitiv nicht. Oh nein. Achso, nee, halt. Ich dachte schon. Aber es ist völlig falsche Uhrzeit, das kann gar nicht sein. Nein, mein schöner Angriffsboost. Oh, oh, oh. Moment, was genau... Ah, darauf gucke ich jetzt. Okay. Da unten ist Wasser. Da unten ist Wasser. Was gibt's hier? 5 Bombenpfeile. Naja. Ist auf der anderen Seite auch nichts. Da unten sind noch die Teile. Da scheint nichts allzu Interessantes dabei gewesen zu sein.
Na, lässt du wohl los? Und auf der anderen Seite ist schon gar nichts mehr. Hat er nicht gerade was geglitzert? Nein? Okay. Habe ich mir wohl eingebildet. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Das ist gut. Da komme ich hier. Hier komme ich bestimmt hoch. Ist hier oben noch was? Nein. Okay. Ich will wieder nach da hinten. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Mist. Was zum... Link. What are you doing? What am I doing? What do I do to me? Glückwunsch an alle, die das kennen. Das ist einfach viel zu gut. Okay. Oh, noch eine Truhe. Wie konnte ich hier denn übersehen? 5 Bombenpfeile. Das Spiel hat es irgendwie mit Bombenpfeilen. Es will mir die Dinger irgendwie unbedingt andrehen. No. So. Ich bin zurück. Nifas Gebet ist bereit. Wenn du es brauchst. Nein. Schon wieder daneben. Naja. Wieder mal ein Pfeil verschwendet. Langsam kommt es auch nicht mehr drauf an. Wir haben eh bald keine mehr. Aber für die fliegenden Dinger sollte ich mir die eigentlich aufsparen, weil die kann ich schlecht mit dem Schild besiegen. Wie sieht's denn hier aus? Ist hier was? Nein, da sieht man nur den Weg. Das Schloss ist schon echt wirklich eindrucksvoll. So, komm her. Hallöchen. Wie kannst du mich nicht sehen? Hallo? Wie kann das Viech mich nicht sehen? Oh, ein anderes Viech hat mich dafür gesehen. Autsch. Really? Echt jetzt? Der sieht mich schon wieder nicht? Was soll der Blödsinn? Na komm her. Wie viele Pfeile habe ich? 3. Kommst du wohl her? Das Ding ist echt schon dumm, oder? Nein, nein, nein! Wieso sehen die mich immer beide gleichzeitig? Schlecht. Sehr schlecht. Ah, der da hinten hat mich ignoriert. Mist. Okay, einer weniger. Oh. Nice. So. Du kannst mich mal gern haben. Gedodged. Was ist das denn? Oh, blöde Frage. Meine letzten 2 antiken Pfeile. Ich hätte mir mehr machen sollen. Aber ich hatte kaum noch Geld, also von daher. Ich hatte überhaupt kein Geld, mehr, fällt mir gerade ein. Ich habe das alles für Pfeile ausgegeben, habe schon Zeug verkauft sogar. Wenn ich den jetzt verschossen hätte, das wäre echt bitter gewesen. So. Wir stehen vorm Haupteingang des Schlosses, wie mir scheint. Ja. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, können wir hier einen Schluss machen, weil wir sind bei 29,5 Minuten. Das ist der perfekte Ort. Der perfekte Cliffhanger. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.